Hallo zusammen, es gibt Tatsache noch vernünftige Meldungen. Die Kinderärzte in der Bundesrepublik warnen davor, Kindern zum Zwecke des Präsenzunterrichtes ein Impfangebot zu machen. Es sei längst nicht entschieden, wie sich die Impfstoffe bei Kindern auswirken. Und zudem sei die Gefahr, dass Kinder sich infizieren, anstecken und erkranken, sehr gering. Und wenn, dann nimmt die Krankheit bei Kindern einen sehr geringen Verlauf. Also insgesamt eine sehr positive und wir finden weise Entscheidung, die dort getroffen wurde. Wir hoffen nur, dass sich der Weltärztepräsident Herr Montgomery nicht wieder zu Wort meldet und sich da einmischt. Herr Montgomery, Sie mögen Weltärztepräsident sein, aber Kinderärzte sind halt Kinderärzte. Und wir sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, reden Sie denen da nicht rein. Tja, und dann kommt aus dem Hause BioNTech folgende Aussage zu diesem Thema. Wir halten unseren Impfstoff für 100% sicher bei Kindern. Tja, wie man da auf 100% kommt, das ist uns völlig rätselhaft. Und wir haben da unsere Zweifel und Bedenken. Tja, Leute, und dann ist es uns mal ein Bedürfnis, uns mal über diesen Herrn hier auszulassen. Das ist der Korrespondent der Welt, also des Nachrichtensenders Welt in Washington. Und der hat heute, ihr könnt das euch ja mal ansehen, hat heute super Statements abgegeben. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Der Typ hat doch Folgendes gesagt: Das anstehende Treffen zwischen Präsident Biden und Wladimir Putin wird mit Sicherheit kein Kuscheltreffen, wie es seinerzeit zwischen Putin und Donald Trump war. Er ist der Meinung, dass Präsident Biden Wladimir Putin hart dran nehmen wird und ihm entscheidende Fragen stellen wird, zum Beispiel zu Hackerangriffen und jetzt auch zu den Vorfällen in Weißrussland. Der Experte oder der Korrespondent der Welt in Washington ist der Meinung, dass Joe Biden ja knallhart gegen Putin vorgehen wird. Glaubt der Typ wirklich, was er sagt? Er muss doch sehen, in welcher Verfassung der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Er sitzt doch da direkt in Washington. Also witzig ist das gewesen. Leute, es ist einfach nur noch lächerlich. Aber wie gesagt, das sind natürlich unsere Einschätzungen und Meinungen. Ihr könnt euch das ja selbst ansehen. Die Qualitätsmedien stehen ja jeden und jederzeit zur Verfügung. Leute, das war's für jetzt erstmal. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt aufrecht, standhaft, überzeugt oder versucht, eure Nachbarn, Freunde und Bekannten zu überzeugen. Es bröckelt, es bröselt, es wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.